Leichter gesagt als getan, das letzte Heimspiel gegen Lugano haben die Tigers nämlich verloren. Immerhin, die Gastgeber versuchten von Anfang an das Spiel zu machen. Wir sind in der 7. Minute, je ein Feldspieler auf der Strafbank, also 4 gegen 4. Die Tigers selbstbewusst im Angriff. Kamenzind, Steiner, 1:0 für die Gastgeber. Blitzschnell löste sich Daniel Steiner, keine Chance für David Ewischer. Die Tigers gingen nicht vom Gas. Claudio Mocci entkommt und überlistet Ewischer, 2:0 für die SCL Tigers nach 10 Minuten. Vom Zwischentief bei den Langnauern also keine Spur, die Gastgeber dominierten das Spiel. Mocci, Beltier, 3:0. So darf Beltier im Slot natürlich nicht zum Schuss kommen. Ewischer konnte einem leid tun, 3:0 nach 20 Minuten. Das Mitteldrittel. Die Tigers mussten jetzt die richtige Mischung zwischen Vorsprung verwalten und Weiterspielen finden. Oder sie konnten einfach noch mehr Tore schießen. 4:0 durch Lukas Haas. 3 Tore hat Haas diese Saison bisher geschossen, alle gegen Lugano. David Ewischer musste nach dem 4. Gegentreffer das Tor räumen. Für ihn kam Pasquale Terrazzano. Der war gerade mal 3,5 Minuten im Spiel, als Steiner abzog und zum 5:0 traf. Schauen Sie auf die rechte obere Torecke, der passte. Dann Lugano in Überzahl und endlich mal mit einer Torchance. Dominichelli und Gons mit einer Riesenparade. Benjamin Gons nach dieser Parade in der Ilfishalle seit 140 Minuten ohne Gegentor. Und es kam noch besser für Gons, ein Pass zu Kamenzind, weiter zu Steiner, 6:0 für die Tigers und ein Assist für Benjamin Gons. Langnau in Überzahl, Igolden 7:0. Jetzt gab's in der Ilfishalle kein Halten mehr. Und wer hatte den ersten Pass gegeben? Genau, Benjamin Gons. 7:0, der Stand zur zweiten Drittelspause. Das Schlussdrittel, es war eigentlich nur noch eine Frage offen. Wie viel Gnade würden die Tigers mit Lugano haben? Nicht viel, 8:0, Simon Moser. 43 Minuten waren gespielt. Gut 2 Minuten später, Haas, 9:0. Unglaublich, die SCL Tigers auf dem Weg zum höchsten Klubsieg seit Statistik geführt wird. Es reichte schließlich nur zur Egalisierung des Clubrekords. Hirschi traf für Lugano noch zum 9:1. Doch der Wermutstropfen war winzig. 9:1, einen solchen Sieg gab es in Langnau erst einmal und das war vor 11 Jahren. Was für eine Hockeygala in der Ilfishalle. Thank you.